Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badger Kate. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe, ihr auch. Hi! Wenn das ist Tante, der sagt, vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen, Leute, gibt es ein Karlsruhe-Geschenk. Amüsiert dich gut. Dann immer her mit den einfachen, schweren Kränen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir heute auch wieder einen Kirby-Kran haben, den ich komplettieren kann. Habe mich gestern wirklich gefreut darüber, dass ich den komplettieren konnte, weil das ist ein bisschen Glück, dass halt der eine dann so runtergefallen ist, dass er den anderen gelockert hat. Oder gerade die ganzen anderen Marken. Das habe ich komplett. Habe gerade schon überlegt, ob ich das spielen könnte. Das müsste ich auch irgendwann mal spielen, dass man hier sagen könnte, gut, man greift hier Blitzer und dann Flamara und dann nach Aquana. Und wenn dann halt Evoli übrig bleibt, dann holt man sich das zum Schluss irgendwann mal. Oder sowas hier, dass man hier so hingeht, so 1, 2, 3, irgendwie sowas. Oder 1, 2, 3. Und dann beim nächsten Mal 1, 2, 3, irgendwie sowas, so Stück für Stück. Je nachdem, ich glaube, ich habe den, kann es sein, dass ich den Kram vielleicht schon mal gesehen habe, dass einer hier versucht hat, den hier zu greifen, hat dann hier die ganzen Mangel rübergeschoben. Das geht natürlich auch. Muss natürlich auch sie festhalten. Das ist natürlich dann eher so ein Risikogriff. Ja. Oder halt sowas hier. Sowas könnte man eventuell auch spielen, dass man halt die Marken halt durch nach unten drücken, hier nach links schiebt und sowas. Aber ihr wisst ja. Auch immer mit Risiko verbunden. Eigentlich auch genauso wie der hier. Habe ich ja schon mal erzählt, das habe ich ja geschafft, beim Training hier so nach unten zu drücken, dass die beiden Marken hier, also die wurde nach rechts geschoben und die gleich mit, dass man dann die zwei schon weg hatte und dann konnte man hier die zwei rausziehen oder vielleicht sogar nur die rausziehen, dann bleibt die oben liegen und dann kann man hier mit den Restbewegungen arbeiten, irgendwie sowas halt, aber ja, ist immer so eine Sache, ob das Ganze auch funktioniert, genauso wie hier. Das wäre natürlich immer noch interessant, wenn es wie beim Hans Wurst mal passieren wird, dass halt diese untere, diese Fläche hier, die ist hier auch eine, ist sozusagen nur ein Stück von der, vom Kran, dass es einfach durch den Boden gefallen ist und dann sind die anderen Marken halt mit runtergefallen. Aber ich glaube, das war ein bisschen Glück, dass das halt irgendwie in den Boden geglitscht wurde und dann, ja, und hat sich das halt aus der Verankerung gedrückt irgendwie. Fragt mich nicht. Ein Video wäre davon perfekt, aber ich kann mir jetzt gut vorstellen. Ja. So, wir könnten auch vielleicht mal diese Flaschen holen. Seht ihr auch, das ist derselbe Aufbau wie gestern. Aber die Flaschen hier zu greifen, ist halt schon auch so eine Sache für sich. Oder dass man jetzt sowas endlich mal spielt, je nachdem. Oh, ist es jetzt neu gewesen oder dass er hier den Oktopus angestupst hat? Könnte sein, könnte nicht sein, ich weiß nicht. Ich denke mir viel zu viel nach. Ach, der hier, ja. Den hatte ich, das glaube ich war einer der 5 runden Kräne, die ich nicht komplettieren konnte. Diese eine Mark, aber diese Art von Kran ist sowieso schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es kann nämlich sein, dass man einfach die Marken nur nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Wenn man von unten schlägt, dann kann sie so fliegen, dass sie dann gegen den Hammer abprallt und so weiter. Ist halt, ja, mehr so eine Glückssache. Der Kran hier, ja, den könnte man eventuell auch spielen. Also, dass man halt hier versucht, dann dieses Teil hier zu greifen. Aber ich glaube mal, dass ich es am besten so machen werde, dass ich dann erst hier das hier weggreife, damit ich halt Platz habe. Weil wenn hier irgendwas im Weg liegt und das hier dann so schräg abrutscht, dann lässt er das Ding leider fallen. Bisschen Ashley-Party. Ist halt auch so eine Sache, bei den Marken hier, ich habe schon gar nicht wirklich versucht, die zu greifen, aber das, ihr seht halt auch sehr viel, das aufgebaut ist, weil, ja. Hier möchte man die Marken, also diese 5 Marken hier haben am liebsten. Bei dem hier möchte man die 3 Marken haben, weil ist ja die Frage, ob man dann hier wegkommt. Mit ein bisschen Restbewegung kann man das auch ein bisschen verschieben, aber gelockert werden muss es dann sowieso. Ne? Da haben wir noch ein bisschen unseren Luigi und Bowser und Co. Und ja. Aber ich habe noch nicht wirklich gefunden, was ich spielen wollen würde. Naja, Dr. Samsel mit seinen Emojis. Ich weiß es nicht. Den haben wir zumindest komplett, ja. Oder den hier. Den könnten wir auch am Ende mal spielen. Ja, da haben sich bei mir die Marken so eingeklemmt, dass ich das nicht kompetieren konnte, wo der Kran eigentlich theoretisch in 1 bis 2 Runden komplettiert werden könnte, je nachdem, ob sich halt alles lockert, man kennt es ja. Aber gut, dann gucke ich, ui, viel zu lange geredet, ja, dann gucke ich nochmal genauer durch, was ich spielen möchte, also bis gleich. So, ja, Leute, es wird dieser Kran hier sein, den schiebe ich ein bisschen vor mir her, so ein bisschen, auch wenn er eigentlich relativ einfach ist, wenn man halt die Marken auch festhält. Und dann guck mal, dass ich halt die halt so Stück für Stück bekomme. Sollte Evoli am Ende liegen bleiben, ist es nicht ganz so wild. Mir ist halt wichtig, dass ich zumindest vielleicht die zwischen drin hier kriege, weil das wohl halt die schwersten sind, weil die halt verbaut sind. Ihr könnt natürlich auch nach von hier anfangen, dass man vielleicht hier so reingreift, aber ich glaube, dann ist es hier auch ein bisschen schwieriger. Gucken wir mal, dass ich Blitzer kriege und dann passt es schon. Gucken wir es zumindest mal. Also ich meine, Blitzer ist glaube ich nicht die schwierigste Marke zu greifen, wegen der Form. Aber bei Flamara mache ich mir dann so mehr, ein bisschen mehr Gedanken, was halt die, was die Rundung angeht. Na, Evoli, du möchtest nicht fallen. Hätte mich aber auch gewundert.
So, und dass ich halt jetzt Flamara irgendwie kriege, dass ich halt hoffentlich hier nicht abrutsche am Ohr, weil hier geht's vielleicht noch, weil es so ein bisschen fluffig ist, aber das Ohr sieht ein bisschen glatt aus, deswegen mache ich mir da so leichte Gedanken. Auch nicht zu weit, so. Na komm, halt. Okay, da ist ein bisschen im Ohr, also unter dem Ohr. Na komm. Okay, alles klar, dass wir die zumindest dann haben. Oh, und... Und hier, Aquana fällt einfach um, alles klar. Wäre natürlich interessant, wenn man sagen könnte, man könnte jetzt so reingreifen, dass man Aquana greift und dabei Evoli nach unten schiebt. Aber ich möchte es ehrlich gesagt nicht riskieren, bin ich ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, Evoli kann ich dann irgendwann mal das nächste Mal dann in einer Runde holen. Da hätte ich kein Problem mit. Aber dass wir dann zumindest Aquana haben, dann gucken wir, was wir beim Training bekommen. Vielleicht gibt uns der Probe wieder zwei Runden, könnte ja sein. Ich möchte zwar nicht unbedingt, aber ich würde mich nicht beschweren. Coco, Bobby. Hier ist heute Getränkskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Okay. Nicht unbedingt wieder der beste Kran, ihr wisst es ja, aber hier kann man vielleicht, wenn man es halbwegs gut anstellt, dass man da vielleicht die drei Marken hier bekommt, wenn man hier nach unten geht. Das ist natürlich auch die Frage, ob das dann auch Sinn macht, weil selbst wenn man die drei runterwirft, dann hat man hier noch 2, 3, 4. Also ihr seht schon. Und dann hat man hier noch so einen Knubbel, der halt verhindert, dass man an den Pfeil kommt. Ich glaube, hier ist es auch wieder so aufgebaut, dass der Pfeil rausrutschen könnte, weil sonst würde man ja gar nicht erst an den Pfeil drankommen. Das wäre ja unmöglich. Schauen wir mal, ob das hier so ein bisschen klappt. Na, das war zwar nicht so gedacht, aber wenn ich halt so drei Marken kriege, ist auch okay. Natürlich auch immer interessant, wenn man dann sieht, wenn der Greifer dann mal zwei Marken einfach richtig festhält, dass das Ganze dann so passiert. Ja, also ganz gemütlich die restlichen Marken holen. Hier ist natürlich ein bisschen schwieriger an die Wand zu kommen, weil es halt in der Mitte ist. Weil man sich ja nicht an den Hintergrund konzentrieren kann. Ob ich die habe, ist die Frage. Na, okay, immerhin hat er die eine runtergeschoben, damit es ein bisschen gelohnt hat, weil es wäre ein bisschen ärgerlich gewesen. So, dann einfach nochmal greifen. Wäre natürlich noch besser gewesen, hätte man beide gekriegt, aber ich, ja, bei so einer großen Marke ist dann immer so eine Sache, ob der dann wirklich dann hier drüber springt mit der anderen. Kann natürlich auch Glück gewesen sein, hätte auch einfach doppelt liegen bleiben können. Also dass halt die kleine Marke die obere stützt. Und ihr wisst ja dann, was passiert wäre. Dann hätte man eine Runde weniger. So, bei der Marke bin ich mir ein bisschen unsicher, wie er die... Ob er, ui! Wie einfach mal der Block links hochgesprungen ist. Habt ihr das gesehen? Da könnte man eigentlich meinen, dass der Block ein bisschen Gewicht hat, aber man sieht auch, dass der Greifer ein bisschen Kraft hat beim nach unten drücken. So, dann gucken wir, dass das hier wieder klappt. Aber diesmal hat er die Marke nicht gleich gelockert. Na, aber okay. Ist im Prinzip dasselbe. Ich bin eigentlich schon zufrieden, dass man bei dieser Art von Kran 10 Marken rausholen kann. Aber wie gesagt, muss auch ein bisschen Glück haben, dass halt wie die Marke halt hier rumdopst und dann halt die nach unten schiebt. Da hatte ich glaube ein bisschen Glück. Also wenn man es in 4 Runden schafft, ist es eigentlich schon gut. Eine Runde haben wir auf jeden Fall sicher, alles klar. Und dann gucke ich, dass ich Aquana kriege. Am besten ohne groß Risiko, dass ich hier versuche zum Evoli runterdrücken, weil am Ende bleibe ich am Evoli hängen und dann greift der Greifer nicht tief genug. Kann alles passieren, ihr wisst es ja. Aber dann gucken wir mal. Go, Bobby, lass mal durch hier. Ja, Feuer und Flamme. So, dann hoffe ich mal, dass ich Aquana gegriffen kriege. An sich wäre es ja nicht so schwierig. Ich weiß, ich habe immer zu viele Gedanken, dass ich einfach hier so reingreife und dann hier unter dem Hintern. Unter dem Ohr und dem Hintern. Oder dass man halt irgendwie hier so reingreift, dass man halt... Aber ich glaube, dann bleibt der eher hier stehen und wird dann nur hier so reingreifen. Ich glaube, ich gehe einfach mittig. Und dann hoffentlich passt das. Im schlimmsten Fall rutscht es mir dann trotzdem runter und dann habe ich es vergeigt. Aber was will ich machen? Das ist immer so eine Sache. Das war wieder zu früh. Verdammt. Die habe ich nicht. Oder? Ui, das war super knapp. Okay, das war sehr, sehr knapp. Ich wollte Evoli nicht berühren, Leute. Nicht, dass ihr was denkt. Ich wollte Evoli nicht berühren. Ich wollte einfach nur mal sicher gehen, aber... Uiui. Das war wirklich sehr knapp, dass der Greifer dann trotzdem noch so ganz knapp die Ohren erwischt hat. Eieiei, wenn man von Ohren sprechen kann bei Aquana. Ach ja, das war schon so eine Sache. Hätte mich schon ein bisschen geärgert, hätte sie nicht bekommen, aber ja, umso besser. Evoli holen wir dann das nächste Mal, damit wir die Evolution von der ersten Generation komplett haben. Und ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wo euch das Training abgelaufen ist. Also ich denke mal, 4 Runden wird wohl leider Standard sein bei dem Kran. Da kann man machen, was man will. Weil ihr habt ja gesehen, der Pfeil rutscht sowieso raus, wenn man ihn rauszieht. Da kann man auch nicht mit links und rechts bewegen und eine Runde sparen. Aber gut, dass man das halt dann fürs nächste Mal weiß. Wobei man natürlich sagen muss, 4 bis 5 Runden. Je nachdem, ob halt die eine Marke dann mit der anderen runterfällt. Also halt,
dass man die vier rechten Marken runterbekommt, so rum. Oder gesagt, die sieben, nee, sechs Stück, so rum. Ich bin wieder verpeilt, ihr wisst ja. Aber gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.